Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar des Crypto in DLT Meetups in Bayreuth. Es freut mich außerordentlich, dass wir heute Maximilian Foster begrüßen dürfen. Er arbeitet für das Startup-Unternehmen Cash on Ledger und arbeitet hier auch an einem wirklich sehr aktuellen und sehr spannenden Thema. Und zwar geht es Max und seinem Team darum, einen Euro, eine Fiat-Währung auf ein Blockchain-System zu bringen. Das heißt, anders als bei Kryptowerten werden es folglich solche Währungen nicht Schwankungen ausgesetzt, sondern würden eins zu eins die aktuellen Währungen abbilden. Wir freuen uns sehr über den Vortrag, Max. Danke, dass du da bist. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf deinen Input zum Thema der programmierbare Blockchain-Euro. Max, ich darf das Wort recht herzlich an dich übergeben. Vielen lieben Dank, Jonas. Danke für die Möglichkeit, jetzt heute auch nochmal hier zu sprechen zum Thema Cash and Ledger. Freut mich sehr. Wie gesagt, ich bin mit dir relativ häufig im Austausch zu der ganzen Thematik, was programmierbare Währungen eigentlich so in Zukunft mit unseren Geschäftsmodellen machen werden, mit unserer Jurisdiktion. Deswegen auch vielen Dank nochmal. Zu meiner Person vielleicht ganz kurz vorweg. Ich will es auch kurz halten, weil es geht ja eher um die Technologie und nicht um mich. Ich bin ursprünglich gelernter BWLer und Wirtschaftsinformatiker an der Copenhagen Business School. Bin dann habe klassische Unternehmensberatung begonnen bei der KPMG und Accenture. Jeweils dort das ja, Blockchain-Offering, wenn man so sagen kann, eigentlich aufgebaut von den beiden Firmen. Da maßgeblich tätig gewesen und die verschiedenen Accounts auch betreut. War dann noch kurz in der Startup-Szene und zwar bei Picus Capital aus München. In der Venture Capital Szene dann auch unterwegs, war dort zuständig für Wagniskapitalinvestitionen, eben bei verschiedenen Startups, vor allen Dingen im Blockchain- und Deep Tech-Bereich. Vielleicht ein Wort zu Picus, für den einen oder anderen, der es noch nicht kennt, das kommt ursprünglich aus dem Rocket Internet Ökosystem raus, ist der private Fonds von Alexander Samwer, derjenige, der damals Zalando, Westwing, Home24 etc. gegründet hat. Genau, habe dort mich als Venture Capitalist dementsprechend Investitionen getätigt und wollte dann irgendwann wieder operativ werden und bin auf das Thema Blockchain eben dann aufgesprungen und habe gesagt, das ist für mich so spannend. Das habe ich vorher die ganze Zeit gemacht, da möchte ich jetzt im Prinzip eigentlich dann auch selber mich dann auch nochmal dran versuchen und sind, glaube ich, mit der programmierbaren Währung jetzt genau am Zahn der Zeit und da steigen wir jetzt direkt drauf ein. Die erste Slide ist so ein bisschen eigentlich so zum Hintergrund. Die meisten von euch werden sie kennen. Die wird irgendwo mal im Management Board dann auch durchgeflogen sein. Vielleicht dann dementsprechend im Praktikum oder dann auch bei den verschiedenen Vorstandsthematiken. Man hat das Internet der Information in den 1990er Jahren. Da hatte man im Prinzip eigentlich die erste Website von Tim Berners-Lee. Das war der Startschuss eigentlich für unsere heutige digitale Ökonomie, wie wir es immer so schön nennen. Daraus haben sich halt ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt, wie Amazon ist damals mit entsprungen, etc. etc. Das heißt, man konnte zum ersten Mal wirklich von daheim aus kaufen und hat eigentlich so den Grundbaustein gelegt für die ja, unsere heutige Ökonomie oder jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Corona, wo wir jetzt ja direkt auch drin sind, eben auch wirklich den Grundbaustein für eine funktionierende Volkswirtschaft, dass man auch trotz der Heimarbeit dann dementsprechend auch wirklich Umsätze fahren kann und eben Thematiken verkauft. Zum gleichen Zeitpunkt hat sich dementsprechend natürlich dann auch neben dem klassischen oder zuerst neben dem E-Commerce-Geschäft auch das Online-Banking entwickelt. Und zwar ist hier ein relativ interessanter Fun-Fact an der Seite: 1996 von einem jungen Entrepreneur mit dem Namen Joseph Bugovic mit der Sparda Bank gemeinsam ein sogenannter Meat-Chip entwickelt worden. Der Meat-Chip war ein kryptografischer Chip, der an den Personal Computer von damals angebracht wurde, um einfach sicherzustellen, dass die Daten, die quasi von einem Computer übertragen werden, auch abgesichert sind. Das hat sich im Online-Banking dann etabliert, eben um dort sicherzustellen, dass man sagt, hey, die Daten oder wenn ich von daheim aus auf mein Banking zugreife, auf mein Online-Banking, dass das Ganze nicht gehackt werden kann und faktisch dann dementsprechend sich auch weiterentwickeln kann und man halt von daheim aus Banking-Services dann auch nutzen kann. War es soweit, also man irgendwann gesagt hat, E-Commerce war natürlich dann dementsprechend enabled, weil man natürlich sagt, nur dadurch, dass man eben auch von daheim aus zahlen konnte, konnte man eben auch das Shipment dann dementsprechend antriggern und hat natürlich dementsprechend eine Simultanentwicklung zwischen den beiden Technologien gehabt, dass man wirklich sagt, Financial Services wurde dort dann zum ersten Mal quasi mit integriert in Wirtschaftskreisläufe und in Warenkreisläufe und war somit eigentlich der Startschuss zu sagen, man kann die ganze Ökonomie auch digital gestalten. Was sich daraus entwickelt hat, glaube ich, ist jedem heute bekannt. Online-Banking ist, glaube ich, ein
Begriff, den jeder kennt, den auch jeder nutzt mittlerweile, wo man sagt, man meldet sich einfach online bei seiner Hausbank an, tätigt Überweisungen, man läuft nicht mehr händisch, wie vielleicht das die Großeltern noch getan haben, mit Überweisungsscheinen in die Bank und tätigt dort seine Überweisungen. Relativ schnell hat sich mit unserer Fernbedienung des Lebens, wie ich es immer so schön nenne, eben mit dem Smartphones, dann auch das Mobile Banking entwickelt. Und wie gesagt, man hat dann auch Apps, also das Online Banking funktioniert dann auch von mobilen Endgeräten, von quasi überall. Und daraus gehend haben sie natürlich dann Geschäftsmodelle entwickelt, wie wir sie heute kennen, mit unseren Unicorns wie N26, das ist aus Deutschland heraus, oder dann Revolut oder anderen Banking-Apps, die sich quasi darauf stützen zu sagen, wir sind eine Bank, wir sind allerdings eine Direktbank und sind quasi online verfügbar, ohne faktisch Filialen zu betreuen, was natürlich dann zu riesigen oder zur ersten Welle, zur ersten Fintech-Welle quasi geführt hat, weil man sagt, wenn man sich auf Customer Experience fokussiert und dadurch eben im Prinzip eigentlich es so geschaffen, dass man sagt, man kann heute von überall aus quasi dann auch Geld schicken, man kann von überall aus auf seine Konten zugreifen und das war im Prinzip eigentlich so der erste Startschuss für die, sagen wir mal, Fintech-Szene und vor allen Dingen auch dann hier wieder für die digitale Ökonomie, die wir dann dementsprechend dort auch supportet haben und eben wie gesagt auch für die jetzigen Digital Natives, glaube der erste Schritt von weg von dem traditionellen alten Anzug-Banking, sage ich mal, eben hin zu dem klassisch modernen Ansatz von Startups und der Kombination daraus. Interessanter Fun Fact, an dem Ende die einen werden die Firma Nokia noch kennen als Mobilfunkhersteller, als Telefonhersteller, im gleichen Zeitraum wie Nokia von knapp über 70% Market Share auf unter 10% gefallen ist, hat sich N26 mit einer Milliardenbewertung den Unicorn-Status gesichert. Und das Ganze ging eigentlich faktisch nicht über 10, 12, 13 Jahre, sondern ging innerhalb von 5 Jahren. Das heißt, man hat innerhalb von 5 Jahren dementsprechend eigentlich einen rapiden Anstieg der Services gehabt und innerhalb von 5 Jahren quasi dann auch eine komplett neue Entwicklung, was ein bisschen aufzeigt, dass man wirklich sagen kann, hier an dem Ende ist es so, dass es sich wirklich darstellt, Startups und eben diese neue Ökonomie ist jetzt nicht was ein Trend, der weggeht, sondern eben dementsprechend halt eine neue Dienstleistung, die auf jeden Fall hier ist, um zukünftige Volkswirtschaften einfach zu unterstützen. Was hat das Ganze jetzt mit Bitcoin zu tun und vor allen Dingen, was hat das Ganze mit Blockchain zu tun? Es ist ja schön, dass ich jetzt ein bisschen was über das Banking erzählt habe, aber wo ist der Connect hierzu? Das Internet der Informationen, wie eingangs erwähnt, wurde 1990 entwickelt. 2009, kurz nach der Wirtschaftskrise, hat der eine oder andere mitbekommen, dass die ersten Bitcoin-Nodes online gegangen sind. Bitcoin war eigentlich die erste echte Peer-to-Peer-Währung, war die erste Blockchain-basierte Applikation, die es jemals gegeben hat, genauso wie die erste Blockchain, die derzeit immer noch live ist. Der eine oder andere wird es mitbekommen, es gibt jetzt das Bitcoin-Halving. Nichtsdestotrotz war es eigentlich die erste Möglichkeit, wirklich zu sagen, wir gehen weg von der reinen Informationsduplizierung, eben hin, dass man wirklich Werte und dann dementsprechend auch Vermögensgegenstände in Form von Geld quasi von A nach B schickt. Und das in einem echten Peer-to-Peer-Netzwerk, wie man heute eine E-Mail schickt, kann man dann dementsprechend auch Bitcoins von A nach B schicken. Und das war eigentlich so der Startpunkt zu sagen, das ist eine komplett neue Struktur. Deswegen spricht man auch in dem Zeitalter vom Internet of Value. Was wir allerdings dort auch gesehen haben, ist eben, dass die sogenannten Weiterentwicklungen, die Smart Contracts, die ganze Blockchain-Infrastruktur halt derzeit einfach nicht kompatibel ist mit dem Finanzsystem. Bedeutet auch, Bitcoin und die ganzen Kryptowährungen sind zwar Nebenwährungen, die tatsächlichen Wert dementsprechend duplizieren oder darstellen, indem sie halt echt eine Rechenleistung reinlegen, sind aber kein monetär akzeptiertes staatliches Zahlungsmittel, was wiederum bedeutet, dass man sagt, man hat irgendwo einen gewissen Mismatch eben zwischen den Financial Services, den jetzigen und eben den Smart Contract. Auch mit modernen Zahlungsmitteln wie Google, Apple Pay, N26, PayPal, alle von diesen Möglichkeiten sind nicht kompatibel mit der neuen Infrastruktur der Internet der Werte, dass man sagt, man kann wirklich Aktien handeln, man kann wirklich dann Wertgegenstände in ein Peer-to-Peer-Netzwerk schicken und vor allen Dingen mit den Smart Contracts auch gewisse Zahlungsdienstleistungen automatisieren. Das funktioniert faktisch nicht mit dem jetzigen Finanzsystem, weil man sagt, da ist einfach im Prinzip wie so eine gläserne Wand zwischen eben unserem jetzigen monetären oder Girokonten und dementsprechend einfach der Blockchain-Infrastruktur, was natürlich dazu führt, dass man immer Umwege gehen muss. Bedeutet, man muss dann die Kryptowährung kaufen, muss diese eintauschen und hat einfach kein natives Instrument, mit welchem man einfach Geld quasi von A nach B schicken kann. Ähnlich wie man heute eine Nachricht quasi per WhatsApp von hier nach Amerika schickt. So einfach sollte es irgendwann sein, dass man auch Geld von hier nach Amerika schicken kann, ohne jetzt im Prinzip sich mit Online-Banking einzuloggen, die TAN einzugeben und dann dementsprechend das Geld dann auch zu verschicken, inklusive der Zeit und der Kosten, die entstehen. Bei Instant sehen wir da dementsprechend bei Cross-Border-Transaktionen eben noch lange nicht.
Weitergehend ist es natürlich auch so, dass diese Smart Contracts hier im Bereich Blockchain beschreiben wir nichts anderes als intelligente Computerprogramme oder Computerprogramme, die nach gewissen Gegebenheiten auslösen, dann entsprechend so sind, dass man sagt, die können nicht automatisiert werden. Bedeutet, wenn wir nicht Kryptowährungen nutzen, wie jetzt zum Beispiel Ethereum, können wir diese Smart Contracts nicht deployen, was wiederum bedeutet, dass wir im Umkehrschluss auch keine Zahlungsdienstleistungsautomatisierung quasi triggern können. Und das hat natürlich zur Folge, dass man sagt, man kann auch zum Beispiel Maschinen nicht in den Finanzkreislauf einbinden. Stellen uns im Prinzip im Zeitalter dann in Zukunft, wir sprechen hier im Prinzip im nächsten Jahrzehnt, dann vor, dass irgendwann selbstfahrende Fahrzeuge dementsprechend von Personen von A nach B befördern. Die müssen sich natürlich dann dementsprechend, wenn sie irgendwo an der Ladesäule stehen, ja auch zahlen können. Die funktionieren aber nicht, indem wir ihnen 5 Euro geben, sondern die funktionieren dann nur nach der Basis if then else. Also was wir jetzt quasi schon in Computercode programmieren, müsste sich ja dann auch in den Finanzkreislauf programmieren lassen. Und das funktioniert eben faktisch heute nicht. Und das ist eben auch der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, da muss es im Prinzip eigentlich ein System geben, wie man jetzt durch diese Kryptowelt und diese Smart Contracts, die eigentlich Automatisierungspotenziale heben, dann eben kombinieren kann mit der Blockchain, also mit der Echtwelt, mit den echten Finanzen und halt faktisch auch dem echten Euro. Dass man wirklich sagt, wir nutzen hier staatlich gegebene Zahlungsmittel und dementsprechend akzeptierte Zahlungsmittel und schauen, dass wir wirklich die echten Fiat-Währungen dann dementsprechend mit Blockchain-Systemen dann auch koppeln können. Dazu gibt es verschiedene Ansätze. Jetzt gehen wir ein bisschen darauf ein, quasi, was sind eigentlich die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzt. Es ist natürlich so, dass es verschiedene Institutionen gibt, auf staatlicher Seite, auf privater Seite, private Initiativen, die jetzt versuchen, quasi hier sich dann auch dem ganzen Thema anzueignen. Da sprechen wir im Prinzip von staatlich ausgegebener digitaler Währung, den sogenannten Central Bank Digital Currencies. Ich glaube, da muss ich relativ wenig dazu sagen. Da kann Jonas dann dementsprechend später auch sehr gern oder sehr gut einhaken. Einige Initiativen hier sind natürlich Wholesale und Retail CBDC. Also im Prinzip, wir haben jetzt einen Monetärkreislauf, sollen wir quasi Wholesale-CBDC-Ansatz verfolgen und sagen, das Geld wird nur, oder das echte digitale Geld, programmierbare Geld, wird faktisch nur ausgegeben von der Zentralbank an die eigentlichen Banken, bedeutet institutionelles Banking, und der Endkonsument hält immer noch seine Euros, wie wir es jetzt kennen, im Girokonto. Ist es Retail-CBDC, dass man wirklich sagt, okay, man gibt hier als Endkonsument die Möglichkeit, direkt bei der Zentralbank dann auch programmierbare Währungen sich ausgeben zu lassen. Das sind eigentlich so die beiden großen staatlichen Initiativen, die da unterwegs sind. Wer sich denkt, diese Technologie ist ja noch weit weg, weil unsere staatlichen Regulationen weit davon entfernt sind, sich mit Technologie zu beschäftigen, der liegt richtig und falsch gleichzeitig. Es gibt Jurisdiktionen wie unter anderem China, die jetzt einen echten digitalen One schon live gesetzt haben. Es gibt allerdings dann auch immer wieder Versuche, wie jetzt zum Beispiel aktuell die Banque de France, dementsprechend, dass die Zentralbank in Frankreich, die jetzt derzeit versucht, dann auch sich mit digitalen und programmierbaren Währungen auseinanderzusetzen. Also es ist sehr viel Bewegung. Man hat von der EZB-Seite dann auch teilweise intern kontroverse Stimmen dazu, dass man sagt, ja, man braucht das doch auf der einen Seite nicht. Es wird als Irrlicht beschrieben und auf der anderen Seite eben die Christine Lagarde, die dann auch sagt, wir sollten doch bitte bei den Digitalwährungen ganz vorne mit dabei sein. Also man merkt, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Motivationen auf staatlicher Seite. Wenn wir das mal ausblenden, also sprich diesen wirklich institutionellen Ansatz von der Zentralbank eben zu den institutionellen Banken, weg davon hin zu dem klassischen, ich bin bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank. Was gibt es da für Möglichkeiten? Das sind die privatwirtschaftlichen Initiativen. Das ist auf der einen Seite eben das sogenannte E-Geld der regulierten Institutionen, wo man dann wirklich sagt, okay, man gibt faktisch E-Geld aus, bedeutet nichts anderes wie, man hat eigentlich eine digitale Währung, die basiert auf dem echten Euro, der im Bankkonto liegt. Das heißt, man hat einen ganz normalen Euro, der auf dem Girokonto liegt. Und dieser Euro kann dann dementsprechend als E-Geld ausgegeben werden. Ein E-Geld-Standard kann gesetzt werden, wie er sein möchte. Bedeutet, Miles & More Bonuspoint wäre ein E-Geld, genauso wie PayPal anfänglich E-Geld war oder dann dementsprechend auch Blockchain-Tokens. Können dann dementsprechend nativ im selben System auch E-Geld sein. Es gibt Initiativen Richtung Private Stablecoins, Backed by Currencies. Das sind dann nicht regulierte, nicht staatliche Institutionen und dementsprechend Vereinigungen. Da zählt unter anderem MakerDAO und Tether dazu, die halt dementsprechend sagen, jeder kann von uns diese Währungen kaufen. Sie müssen sie nicht KYC lassen, man kann dementsprechend einfach direkt einen Tether kaufen auf Basis von Euros.
hat die Oros dann hinterlegt. Und es gibt weitere Ansätze, wo man, wie gesagt, man backt den Stablecoin dann mit Crypto-Assets, sprich Crypto-Assets oder digitalen Assets sind hier verschiedene STOs, verschiedene Staatsanleihen etc., dass man wirklich dann auch sagt, man kann hier dann auch den Wert quasi stabil halten. Alle von denen unterstützen verschiedene Use Cases und haben unterschiedliche Ausprägungen dahingehend und sind natürlich dann dementsprechend für verschiedene Varianten auch einsetzbar. Wir bei Cash & Ledger haben uns darauf fokussiert, das Ganze mit dem Use Case Nummer 3 oder der Möglichkeit Nummer 3 umzusetzen, bedeutet E-Geld, dass wir quasi wirklich dann E-Geld ausgeben und dieses E-Geld dann dementsprechend auch interoperabel gestalten. Was im Umkehrschluss bedeutet, wir sind im komplett regulierten Umfeld. Wir basieren quasi den effektiven Euro, geben den effektiven Euro, spiegeln den in die digitale Welt und basieren den aber immer wieder drauf. Bedeutet, es gibt keine Kryptowährung, es gibt keine Inflation, es gibt keine Volatilität der Kryptowährung, sondern es ist faktisch nur ein E-Geld-Standard, der dementsprechend sich immer daran orientiert, was im Konto zur Verfügung ist. Bedeutet, man hat immer ein 1:1 Backing von dem, was quasi auf der lokalen Währung dann dementsprechend auf dem Konto dann hinterlegt ist. Genau. Hier mal ein praktisches Beispiel, um mal wegzugehen von Autonomous Driving, weil sich bestimmt der eine oder andere fragt, ja, schön und gut, aber das ist ja noch 10 Jahre hin, bis wir irgendwann mal selbstfahrende Autos haben. Es gibt Tagesende auch tatsächlich mittlerweile Cases, die extrem gut in diesem Zusammenhang funktionieren. Ich habe jetzt hier mal eine Animation dabei, um das Ganze zu verdeutlichen. Wir sprechen derzeit aktuell mit einem Maschinenhersteller, der folgende Herausforderungen hat. Man muss sich vorstellen, wir sind ja relativ Automobilkonzern getrieben in Deutschland mit über 33% der Jobs oder der Unternehmensaktivitäten, die entweder direkt oder indirekt an der Automobilzuliefererindustrie oder Automobilindustrie hängen. Bedeutet im Umkehrschluss, auch ein Maschinenhersteller verkauft natürlich seine CNC-Fräsmaschinen, seine Drehmaschinen dementsprechend auch an Automobilzulieferer, die diese wiederum nutzen, um ihm Teile zu fertigen. Jetzt haben wir vorher schon im Prinzip eine Krise in der Automobilindustrie gesehen, wo man sagt, es gibt einfach unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Unsicherheiten im Bereich, dass man sagt, man kann Geld quasi von A nach B transferieren und man kann dementsprechend halt einfach auch unsichere Aufträge dementsprechend kommen eben wieder auf den Zulieferer zu. Bedeutet im Umkehrschluss, man hat einfach keine Absatzsicherheit. Das hat zur Folge, dass man dann gesagt hat, ich kann keine Maschinen mehr kaufen, was dem Maschinenhersteller es eigentlich dann verboten hat, zu sagen, hey, wie kriege ich denn jetzt meine Maschinen verkauft? Dahingehend gibt es eigentlich derzeit von der Finanzseite her oder relativ eingeschränkte Finanzmöglichkeiten. Man kann, wenn man sich so einen Kaufprozess ansieht, eigentlich zwei große Optionen wählen. Das ist einmal halt den Direktkauf der Maschine mit einer Finanzierung oder eben das Leasing der Maschine, wo man sagt, die gehört nicht einem selber. Man zahlt einen fixen Leasingpreis pro Monat und dieser Leasingpreis wird natürlich, egal was passiert, immer abgebucht. Bedeutet, auch wenn die Maschine stillsteht, zahlt der Kunde trotzdem den vollen Preis. Der Maschinenhersteller hat dementsprechend Absatzeinbrüche, weil sich eben der Zulieferer der Automobilindustrie nicht mehr darauf fokussieren kann, zu sagen, hey, ich möchte doch bitte jetzt hier erst die Maschine oder die Maschine nur dann zahlen, wenn ich faktisch eine Auslastung auf der Maschine drauf habe. Was dann bedeutet hat, dass man sagt, wir können doch hier im Prinzip eine nutzungsbasierte Abrechnung der Maschinendaten quasi ermöglichen. Bedeutet in dem konkreten Case jetzt, wir haben eine Maschine, die produziert gewisse Daten. Diese Daten werden über eine Cloud-Schnittstelle gesendet an den Smart Contract. Über die Nutzung, der Smart Contract nimmt diese Daten, füttert diese in einen Algorithmus, sagt dann, okay, auf Basis dieses Algorithmus, diese Maschine ist so und so viele Stunden, so und so viele, bei der und der Temperatur und Intensität diese Woche gelaufen. Was bedeutet, ein gewisser Geldbetrag wird fällig. Sobald diese Daten und dieser Algorithmus das errechnet hat, werden dann dementsprechend als erstes die Blockchain-Tokens, die direkt an dem Smart Contract dran sitzen, eben exekutiert oder die Transaktion zwischen den beiden Wallets dann exekutiert. Bedeutet, Kunde 1 sendet an Kunde 2 dann dementsprechend das Geld, das er ihm schuldet. Und faktisch führt es dann ultimativ dazu, dass nicht nur diese Blockchain-Tokens, also dieses E-Geld quasi transferiert wird, sondern auch der echte Euro, der dann dementsprechend sich von A nach B bewegt und dann hier quasi mittels dann der Bankinfrastruktur auch dann zur Verfügung gestellt wird. Hier kommen wir ein bisschen auf das Modell von uns per se, also wie ist das Ganze integriert. In unserem konkreten Modell ist es so, dass wir sagen, wir haben hier eigentlich eine Anbindung ans Kernbankensystem. Wir sind direkt, man muss sich vorstellen, wir sind jetzt irgendwie ein fuzzy Blockchain-Wallet und man muss sich mit Kryptowährungen auseinandersetzen, sondern es funktioniert eigentlich relativ einfach. Man macht ein Konto auf bei unserer Partnerbank. Wenn wir jetzt in Deutschland entsprechend eine gefunden,
wie auch unser derzeitiges System, das in Spanien sitzt, wo wir dann auch in Spanien dementsprechend Partnerbanken haben. Also sagen wir, sind direkt in der Bank angebordet. Das heißt, man durchläuft den ganz normalen KYC-Prozess von der Bank, hält dann quasi sein Konto. Auf dieses Konto, auf diese IBAN, die man dann dementsprechend hier oben auch sehen kann, wird dann normal Geld überwiesen, bedeutet 20 Euro. Sobald diese 20 Euro eingezahlt sind, kommt eben die IBAN Wallet Bridge zustande, bedeutet, dass man sagt, man hat automatisch diese 20 Euro auf dem IBAN-Konto, man bekommt ein Wallet dazu geschaltet. Dieses Wallet verfügt dann über 20 Euro den Wert von diesen Tokens auf diesem Blockchain-Wallet. Und sobald die natürlich auf diesem Wallet sind, sind sie interoperabel und im ganzen System nutzbar. Wie jetzt eben eingangs beschrieben mit den Smart Contracts, kann man seine Wallet-Adresse dann dementsprechend daran anknüpfen. Und jedes Mal, wenn eine Zahlung fällig wird, wird diese Zahlung automatisch durchgeführt, ohne dass man quasi im Hintergrund Probleme hat, dass man sagt, man kommt in Verruf oder man kommt dementsprechend, muss die Zahlung dann manuell dementsprechend durchführen. Die Urion-App, wie wir sie jetzt hier genannt haben, ist eine klassische Escrow-App, die kann man sich da auch noch downloaden. Bei Interesse stelle ich den Link gerne zur Verfügung. Hier ist es so, dass man wirklich die 20 Euro, wie man sie jetzt kennt, per Credit Card Top-Up ganz normal auf die Karte draufladen kann. Man kann dann ganz normal Banktransfer dann auch machen. Sollte man sagen, hey, möchte mein Geld bitte wieder auf meinem Konto haben und nicht mehr in dem Blockchain-Wallet oder bei dieser Bank, dann ganz normale Möglichkeit quasi mit einem ganz normalen SEPA-Transfer das Geld auch wieder rauszuschicken und man hat seine Euros wieder da. Bedeutet man halt hier quasi nur dieses, den programmierbaren Aspekt und kann dementsprechend hier sich dann damit versuchen und das ganze Thema dann auch quasi umsetzen. Vielleicht noch ein Wort dazu, für den, denen es jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, ist die Variante so, dass man hier sagt, hier ist nochmal unsere Architektur geschildert. Bedeutet, wir sind direkt verknüpft mit einer Bank. Wir selbst halten keine E-Geld-Lizenz, wir selbst halten keine regulatorischen Lizenzen. Wir sind eigentlich nur der Technik-Provider für eine Bank. Bedeutet im Umkehrschluss, die ganzen Bank-Services, die ganzen Konten-Services sind alle bei unserer Partnerbank gehostet. Das heißt, man hat einen ganz normalen Prozess, der dahinter liegt. Ganz normalen KYC, AML-Prozess. Für diejenigen, die es nicht kennen, der Know Your Customer oder Anti-Money-Laundering-Prozess, zu Deutsch Geldwäschegesetz, der durchlaufen wird, um ein Konto eben zu eröffnen. Man hat einen ganz normalen Cash-In, wie bei einer normalen traditionellen Bank eben auch. Man hat dann dementsprechend hier die Schnittstelle, die wir bereitstellen zwischen dem IBAN und dem Blockchain-Wallet. Und sobald das Geld quasi hier überwiesen wird auf diese IBAN, dann ist das Geld quasi interoperabel, kann dementsprechend auf dem Blockchain-Wallet gespeichert werden und ermöglicht dann hier quasi den Zugang in die Blockchain-Welt und kann dort dementsprechend interoperabel zwischen verschiedenen Parteien dann eben von A nach B auch gesendet werden. Und das war's von meiner Seite her. Ich bin mit Absicht jetzt hier relativ schnell auch durch die Präsentation durch, um einfach die Fragerunde zu öffnen und würde mich natürlich dementsprechend freuen, wenn wir jetzt viele Fragen dazu haben. Ich gehe auch gerne auf die verschiedenen Aspekte ein, Richtung Central Bank Digital Currencies, von mir aus auch gerne oder Libra, die da sich dementsprechend als Infrastruktur zur Verfügung stellen und bin gerne, also freue mich auf die Fragen.